Okay, das war wahrscheinlich wieder der Doktor, der mit unserem Ruben gesprochen hat. Die Werkzeuge des Meisters in diesem Kapitel. Ich sehe, ja. Sieht nach Meisterwerkzeug aus. Mhm. So, den Frostbolzen nehmen wir mit. Oh, halt. Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen. Sein Lachen und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Ja, die Gute ist wahrscheinlich etwas der Panik verfallen. Nennen wir es mal Panik, ja. So. Das ist jetzt definitiv ein Speicherpunkt. Was sind das für Sägen, ey? Ja, der kaputte Spiegel. Haben wir nicht ein Tagebuch hier, oder? Oh. Gucket mal. Das gefällt mir nicht. Mein Kopf. Okay. Irgendwer klopft dagegen seine Zellentür. Das ist seltsam. So, gut, jetzt darf ich wieder. Wer ist der Typ nebenan? Das wüsste ich auch gern. Da gucken wir doch gleich mal nach. Dort nebenan oder hier nebenan? Ja, hier ist niemand. So, da schert sich bloß die Tapete. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Rufix Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Ja. Ja, schon nicht mehr da, oder? Hm. Okay, ja, gut. Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht, dass der gute Rubik irgendwie von Hass verzehrt wird und irgendwas versucht, irgendwas zu bekommen, was er. Also er versucht wahrscheinlich seine Schwester wieder zu bekommen, aber das ist ja irgendwie nicht drin, ne? Weil da kann er noch so sehr hassen. Das bringt ihm alles nichts. Guck mal, Zeitung! Zwei Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Albtraum für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Wrack ihres Wagens gefunden. Sohn erbt Familienbesitz. Ach, das waren wahrscheinlich Rubiks oder Rubens Eltern. Nehme ich mal stark an. So, ich guck mal wieder ein bisschen hier drauf. Aber da tut sich anscheinend auch nicht viel. Okay. Dann eine Speicherung auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, ob ich weiß gerade gar nicht, ob wir noch einen Schlüssel haben. Ich glaube nicht, aber man kann immer gucken. Bin mir da jetzt nämlich echt gerade nicht mehr so sicher. Nee, keinen mehr. Aber können wir das Ding mal leer räumen. Ist sonst noch irgendwo was Offenes? Nein. Okay, dann können wir weiter. Zu dem. Gibt's hier vielleicht noch was zu lesen oder so? Scheinbar auch nicht. Wie schaut's mit unserer Karte aus? Ja, viel haben wir noch nicht. Ich
glaube, das wird auch nicht mehr in dem Let's Play. Da müsste ich mich selbst mal hinsetzen. Aber so ist es halt, wenn man blind spielt, da übersieht man halt das eine oder andere. So, jetzt will ich auf jeden Fall nochmal eben... Ja, klar, da ist wieder zu. Ja, komm, geht's ein bisschen schneller. Super, da. Ich glaube nicht, dass wir genug Gel haben. Ja, dachte ich mir. 1800, damit können wir eigentlich nichts anfangen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Kaputt schlagen. Zwar alle mit einem Schlag. Ha! Bin ich gut. 100 G. Blutspuren auf dem Boden. Hauptsache ich sehe keine Tresorköpfe. Ah. Natürlich. Sehr schön. Hier ist ein Faden. Können wir den deaktivieren irgendwie? Ja, können wir. Sehr gut. Teile. Okay, dann wäre wahrscheinlich dieses Ding hier. Ah ja, ich sehe schon, wenn wir da durchgehen, schnappen die Dinger wahrscheinlich zu. Aber ich will es trotzdem tun. Oder beim wieder rauskommen vielleicht. Das kann natürlich auch sein. So, Schrotmunition. Eine Statue. Ja, können wir doch nochmal ordentlich Geld sammeln, ne? Das war schon wenig. Okay, aber sonst scheint es hier eigentlich nichts mehr zu geben. Gut, dann gehen wir weiter. Okay, hier sind wieder die Puppen überall. Leute, das ist nicht gut. Absolut nicht. Das ist wahrscheinlich so ein richtiges Fallen-Level, könnte ich mir vorstellen. Wir gehen erstmal dahin. Was haben die für einen Keller, ey? Entschuldigung? Geht's Ihnen gut? Sie hören sich erkältet an. Mit Würfelhusten. Okay, alle, die gehörmäßig einen schweren, einen schlechten Magen haben, sollten jetzt mal, ich glaube, dieses Level überspringen. Dummerweise geht das bei mir nicht und ich habe gehörmäßig einen schlechten Magen. Es ist dunkel hier. Mal die Flasche. Verdammt, der aktiviert die Bombe ja gar nicht. Das ist schlecht. Okay, aber den kann ich so klein kriegen. Und ja, Leute, ich sehe genauso wenig wie ihr. Aber ich habe eine ausgeprägte Fantasie und das macht einiges wieder wett.
Komm, 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 komm. Na, komm, ja. Der war gut. Mal die Fackel. So, die Bombe will ich auch schnell noch deaktivieren. Wir gehen wahrscheinlich drauf, wenn wir es nicht schaffen, aber egal. Ha! Mehr Glück als Verstand, Leute. Aber super, super. Das war schon mal ganz gut. Jetzt ist hier auch noch was, was zum Deaktivieren ist. Ein Kettenkarussell. Wunderschön. Das ist, ja. Da kommt der Wahnsinn wieder ins Spiel. Leute. Das ist echt durch. Ach komm, Süßer. Was ist denn los? Ist da irgendwo einer? Ja, ganz augenscheinlich. Oh. Okay, warte mal, sehe ich den? Scheinbar nicht. Okay, dann übergeben wir den jetzt erstmal. Da ist einer mit einer Axt im Kopf. Ich sehe auch einfach gar nichts. Ne? Oh, ein Dicker. Ich hasse die Dicken. Krieg ich den von hinten? Ist mir gerade die Webcam abgedankt. Das war anders geplant. Na los, komm her. Na los, komm her. Wenn ich will, der hat schon, ne? Der steht nochmal auf. Na los, komm her. Komm her. Verdammt. Jetzt steht er nochmal auf. So, da mal einmal schnell nachladen. Das haben wir auch alles noch kurz und klein. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Der hier bleibt hoffentlich auch liegen. Ist hier hinter noch was? Nee. Okay, ui, oh, was ist das denn? Es leuchtet blau, ich will es haben. Ich habe das dumme Gefühl, wenn wir das aufsammeln, passiert irgendwas ganz Schreckliches. Deswegen plündere ich erstmal noch schnell den Rest. Ich höre sie schon wieder grölen. Was ist das? Eine Batterie. Diese große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben.
Okay, ja. Wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Was ist das hier? Kann ich nicht lesen. Okay. Hier vielleicht eine Batterie einfügen? Nein? Okay. Dann nicht. Ich will mal eben die eine Spritze noch nehmen. Weil ich mir denken kann, dass wir sonst doch irgendwie in die Bredouille kommen können. Mann, ich habe doch nicht so viel Munition. Das ist mal schnell. Oh, das war etwas zu weit. Warte mal nach. Ich hätte eine Granate rüberschmeißen sollen, nicht Trottel. Okay, das war mächtig ineffektiv. Aber so ist es halt, ne? Passiert so, wa? Passiert so. Okay, wir gehen mal wieder runter. Unten ging es auch noch weiter. Ah, da liegt noch Munition. Für das Scharfschützengewehr, so wie es aussieht, das ist gut. Okay. Ja, wunderbar. Was will man mehr, hm? Ah, hier muss ich drüber, oder? Duck dich! Platsch! Okay, können wir wenigstens vom Kontrollpunkt nochmal starten und ein wenig klüger agieren. Sag ich mal. Gut, hier ist schon alles tot, genau. Hier war das Problem. Und dieses Mal würde ich fast behaupten, wir nehmen eine Granate zur Hand. So, okay. Was höher? Okay, der war schlecht. Was ist denn los? Das geht auch so nicht. Okay. Die hat gesessen. Ich sag mal, dadurch, dass wir die Dinger eh so selten verwenden, war das eigentlich ganz okay. Ja, ich wollte schon noch einen Revolver. Ja, die stehen da immer noch. Okay. Irgendwie hat das seinen Sinn verfehlt. Lief doch schon besser. Kann ich von hier oben? Okay, warte mal, wir müssen dann darüber und da kommt dann auch wieder einer. Wir probieren es einfach nochmal. Bin ich stark dafür. Ja! Kommst du denn her?
Na! Na! Runter! Gott. So ein Scheiß, ey. Na, los, komm. Mal ein Stück weiter raus. Nein. Gucken, ob wir den komplett zusammenschlagen können. Tatsache, es geht. Okay, also wenn keine Munition mehr da ist, dann haben wir immer noch die Möglichkeit. So, das Ding laden wir schnell nach. Das ist doch schon wesentlich effektiver geworden als beim letzten Mal, wo wir sowas versucht haben. So, ich will nochmal eben die eine Spritze. Ich glaube, die brauchen wir. So, und jetzt können wir da raus. Duck dich! Alter! Schnitt! Okay, der da ist klüger. Aber wir haben noch eine Axt, das ist ganz gut. Komm mal her, Freundchen. Nein! Lass mich los! Runter! Leute, es ist echt nicht einfach. Okay, wisst ihr was? Ich mach mal einen kleinen Cut. Das dürften jetzt eigentlich wieder zwei gute Folgen sein. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.